Hallo, hallo, hallo. Willkommen zurück zu Sterben am Stück. Und wir sind schon wieder auf der Map, Nico. Och, Mann. Oh. Nico ist immer noch bei mir. Ich freue mich. Ich habe immer noch die Aufgabe, jetzt Leute vom Haken zu holen. Oh Gott, Kotzi. Hier ist alles korrupt, ey. Das ist korrupt, da. Ich stehe oben auf dem Schiff und warte mal, dass Korrupte vorbei ist. Faktenlos verletzt. Okay, ich gehe wieder runter vom Schiff. Okay, Nico retten. Komm, Nico! So heilen kann ich dich eh nicht. Palette, sorry. Ich muss mal das Schiff wegmachen. Oh, die hatte Blutkotze, Mann. Wir sollten die Blutkotze gehabt. Das habe ich nicht gesehen. Shit. Weißt du, wie es ist, in den Killer reinzurennen? Ja. Irgendwann passiert uns das allen. Sie geht Richtung Scheck. Wasch mich jetzt auch. Schrecken. Ich hab Bock hier die ganze Zeit kotzend durch die Gegend zu rennen. Sie holt sich Blutkotze. Wieder hoch zu checken.
Oh, er hat mich gesehen. Wie auch immer. Scheiße. Ich wollte gerade um die Ecke rennen. Die bleibt aber auch an einem dran, ey. Das ist so schlimm. Ich bin so schlecht im Wegrennen. Ich geh wieder Richtung Shack. Sie haut dort den Jen. Nico, wir müssen jetzt echt vorsichtig spielen diese Runde, sonst sind wir RIP. Ich gehe mal Richtung Haken. Wo ist der Haken? Mann! Ist hier noch irgendwo ein Jen in der Ecke? Der ist an. Die ganze Runde nichts gemacht. Wir haben nur noch einen Jen? Nico! Also wird es halt den Jen wieder vollkotzen. Wir müssen ja auch mal fertig werden. Ich war so nutzlos. Ja, ich habe mich auch die ganze Runde extrem nutzlos bis jetzt gefühlt. Ich habe auch nichts gemacht, Nico. Nichts. Echt. Wie
Nico, kannst du mir mal sagen, was die anderen beiden machen so grob? Wird einer gejagt? Okay, ja. Ich versuche jetzt hier durchzuziehen. Dann opfer ich mich fürs Team. Irgendwie kommt halt immer nur einer raus, Nico. Oh Mann, ey. Das ist sehr schade. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt noch einmal zusammen rauszukommen. Das wäre halt echt schön. Aber ich sag mal so, solange einer von uns beiden überlebt, ist das ja schon in Ordnung. So, und ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, wir sehen uns gleich in der zweiten Runde. So, und da sind wir schon wieder. Auf zur letzten Runde, Nico. Jetzt kriegen wir es hin und wir können beide entkommen. Ich spüre es. Ich spüre es, dass wir jetzt beide entkommen. Nein, spüre ich nicht. Ich spüre eher, dass wir... Oh, jetzt sind wir schon wieder im Sumpf. Was ist denn das? Jetzt hast du es gejinxt. Naja, also ich spüre eigentlich nicht, dass wir entkommen, weil wir sind im Sumpf. Wir werden beide sterben. So, ich revidiere meine Meinung. Wir sind im Sumpf. Sumpf ist Kacke. Ich hasse den Sumpf. Immer nicht an die Gents zu gehen, wenn ich nicht weiß, was wir für einen Killer haben. Der Boden, okay. Wer war das? Nico, warst du das? Hast du uns alle zum Tode verdammt? Naja, wenn der Boden jetzt weg ist, ist er weg wenigstens gleich. Spirit, okay. Mein Gott. Kann der Boden jetzt mal ablaufen? Ah, wieso bin ich heute immer der Blitz? Ich renne immer die Map Mitte irgendwie. Keine Ahnung, weiß ich, wo ich lang soll. Ich hau eine Palette. Ich mach einfach. Ich weiß es nicht. Bitte jetzt nicht wieder festhängen. Danke. Scheiße. Oh nein, ich werde liegen. Ah!
Sie kommt zu dir, Nico, sie kommt. Oh Gott, Nia, Nia, nein, Nia, Nia nicht. Oh, ich stehe ja. Oh mein Gott, ich habe nicht mitgekriegt, dass ich stehe, weil ich in Nia, also in Spirit stand. Ich bin aufgestanden und stand in Spirit, als sie kam. Ich habe das nicht mitbekommen. Nia ist mein Held. Meine Heldin, was auch immer. Ich weiß nicht, ob sie Männlein oder Weiblein ist, keine Ahnung. Geh zum Haken. Okay, Nia ist schon unten. Okay, Nia will erstmal Totem machen. Ja, was denn jetzt? Kein Totem. Immer auf der Palette. Ich hasse es. Ich hasse diese Palette hier. Oh, Nia, nein. Nia, 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 was tust du? Nia rennt hier verletzt rum. Warum macht sie das? Hä? Warum? Das hat überhaupt keinen Sinn jetzt gemacht. Warum machen manchmal Survivor solche Dinge, die ich nicht verstehe? White ist da. White hat keine geliehene Zeit. Oben auf dem Steg. Geht jetzt zurück Richtung Haken, denke ich. Bin am Haken. Hä? Was denn jetzt? Dwight möchte nicht geheilt werden. Keine Ahnung. Sitze oben neben der Scheck. Achso, du wirst gerade gejagt. Cool. Was macht denn Nia da? Okay, jetzt.
Sackgassen sind doof. Ja, Sackgassen sind richtig kacke. Aber ich habe auch immer das Talent, immer da reinzurennen in diese blöden Sackgassen. Ja! What did you do? Ich bin am Boot. Ja, ich seh dich. Ich liege. Nia und White sind vorm großen Boot. Sie haut jetzt den Jen am kleinen. Sie ist wuscht. Ich weiß, ich glaube, es kann sein in deine Richtung. Bin mir nicht ganz sicher. Nico, kannst du deinen Gen mal noch nicht anmachen? Okay. Weil wir haben uns sonst vielleicht eventuell gedrechent. Was ist sie denn schon wieder hinter mir? Achso, weil jetzt weit hinter mir herrennt. Cool, wir rennen hier halt alle übelst verletzt durch die Gegend. Oh, Scheiß. Nico? Nico, ich hab dich doch gerade. Nico? Nee. Ich kann ja kurz heilen hier. Scheiße. Näher, versuch sie aufzuheben. Mein Haken. Warte. Ja. Toll, was rennt die denn?
Ich meine, das Nette vom Killer ist, ne, sie hat ja Nea immer liegen lassen, obwohl sie Nea schon hätte dreimal aufhängen können. Also wir sind jetzt alle dead und hoch. Ich glaube, sie wird uns dann jetzt auch alle töten, aber Killer hat uns faire Chance gegeben, muss man so sagen. Finde ich nett. Dich durch. Tore liegen ja mal richtig scheiße. Versuch noch mal näher zu retten. Oder auch nicht. Sie ist hier. Okay, werden ja nicht retten, die swoosh da rum. Wenn die jetzt aufmacht, haben wir. Hebt die auf? Ich seh's nicht. Geh, geh, geh. Okay, sie hat gemurrt. Gut, dann. Ja, wir sind rausgekommen. Alle beide. Ich hab's doch gesagt. Meine allererste Intuition war doch richtig. Wir sind alle beide rausgekommen. Guck mal. Schön. Das ist doch ein perfekter Abschluss heute. Die anderen beiden hassen uns, aber egal. Fand den Killer sehr nett. Hat uns alle schön Punkte machen lassen. So macht DBD halt auch Spaß. So. Und ich würde sagen, vielen Dank, Nico, an dieser Stelle, dass du mich begleitet hast diese Woche bei meinen Aufnahmen. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ich bedanke mich bei euch immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss!